Mann, das ist dort ein letztes Champions League-Spiel und jeder von uns hat die Hosen frei. Es ist unser letztes Champions League-Spiel und ihr habt die Hosen voll, sagt Dino Rubin während dem Timeout. Rondell Hess, es wäre ihm so zu gönnen gewesen, der erste Sieg nach 20 Champions League-Spielen und auch eurem Team super Kampagne gespielt und trotzdem kein Sieg bei diesen 10 Spielen in dieser Saison. Wie habt ihr die zweite Halbzeit gesehen? Ja, das ist schwierig zu sagen, aber wir haben unsere Chance, die wir hatten, nicht so gut genutzt. Und ab den 45, 50 Minuten haben wir halt ein offensiver verteidigen. Und dort haben sie nachher mehr einfache Chancen gehabt und die haben es gnadenlos genutzt. Und so, ist auch, so sind die 33 Goals zustande gekommen. Also, ja. Ja, wie hat der Nationaltrainer Michael Sutter das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben die Thuner durchaus mutig gespielt, schnell nach vorne, einfache Goal gemacht. Sie haben eher im stehenden Spiel ein bisschen Mühe gehabt, vorne im 6 gegen 6. Und in der zweiten Halbzeit, dort hat man sie nicht können haben. Das hat Dino Rubin hat ziemlich früh gespürt, hat nachher umgestellt in der Deckung. Und das ist natürlich ein Risiko. Wir haben uns alle erhofft, dass es gut kommt. Und die Rumänen haben das recht routiniert dann ausgespielt in der zweiten Halbzeit. Ja, wir wollen uns kurz anschauen, wie das so weit ist gekommen. Und zwar starten wir in der 35. Minute mit dem Goal von Philipp Holl. Man hat dort 5 Goal geschossen. Allem Unrecht auch auf der einen Seite. Super Spiel gemacht, der Philipp Holl. Mal super Goal hier von ihm, oder Rondell Hess? Ja, sicher. Eben, wie ich in der Halbzeit auch schon gesagt habe, habe ich gehofft, dass es so weitergeht, wie er in der ersten Halbzeit angefangen hat. Und das hat er eigentlich gut können. Aber ja, noch haben sich halt bei allen auch wieder Fehler eingeschlichen und eben, die sind gnadenlos bestraft worden. Ja, am Anfang hat es eben gar nicht so schlecht ausgesehen. Wir gehen schnell in die 38. Minute. Und zwar ist das direkt die Szene nach der Timeout-Ansprache von Dino Rubin gewesen, wo der Nicolas Remy nachher eben genau rausgeht und 16 zu 18 auf die Art und Weise erzählt. Michael Sutter, er ist dann wirklich ins Spiel gekommen, der Nicolas Remy. Ja genau, er hat die erste Halbzeit gebraucht, wieder ein bisschen als Akklimatisierung und hat nachher eigentlich sehr vernünftige zweite Halbzeit gespielt, hat seine Stärken aufs Feld gebracht mit diesen Schlenzwürfen, mit seiner Schnelligkeit und wir sind alle froh, dass er wieder zurück ist. Ja, und dann hat es eben so ein bisschen angefangen, oder? Bis zum 16-18 war dran gewesen und man ist auch nachher noch kurz dran geblieben. Ich möchte aber kurz mit Michael Sutter die nächste Szene anschauen. Und zwar 17 zu 20 aus Thuner Sicht. Man ist in Unterzahl, man wechselt der Goalie aus und er bekommt dann so eine Kiste. Die spielen ja sonst das 7 zu 6 auch gerne, sie spielen in Unterzahl 6 zu 6. Aber dann darf man die Goals auch nicht bekommen, oder? Ja, das ist richtig. Das ist eine ähnliche Szene wie im letzten Spiel, die allerletzte dort, die zur Niederlage geführt hat. Das muss perfekt sein, natürlich der Wechsel. Das ist immer ein bisschen schwierig für den Spieler, der heute wechseln sollte. Der ist immer am Abwägen, schiesst jetzt mein Mitspieler oder nicht. Oder kann ich noch kurz im Ecken bleiben, damit die Deckung auseinandergezogen wird. Und ja, das war natürlich jetzt eine halbe Sekunde Spaß gewesen und auf dem Niveau wird das gerade bestraft nachher. Das ist eben genau das, der Weitenbach hinter links, der eigentlich näher ist, bei der Bank geht abschliessen. Und der Lanz auf dem linken Flügel reagiert dann einfach zu wenig schnell, dass er richtig wechselt. Ja, das hat jede Mannschaft ein bisschen anders, das System mit dem Wechsel. Aber für mich ist ganz klar, es hat einen Plan A, aber nachher auch Plan B und C, je nachdem, wer dann im Abschluss ist. Und wie gesagt, das muss aus meiner Sicht perfekt sein, sonst wird es bestraft, das ist ja so. Es hat dann beim 23-26 jetzt nochmal ein Goal gegeben, nicht vom Goalie, aber direkt vom Anspielpunkt, wo auch der Wechsel wieder zu langsam war. Wieso passiert so etwas in einem Team? Blöd gefragt, Rondell Hess. Ja, am Schluss kann man immer den anderen anschauen, der vielleicht hätte sollen gehen oder hätte müssen gehen. Schlussendlich haben wir eigentlich auch unsere Regeln anders wie die Nationalmannschaft. Wer geht wechseln? Eben, wer ist Plan A, wer ist Plan B? Und ja, es muss eine halbe Sekunde, eine Sekunde ist man zu spät und dann gibt es schon das Goal eigentlich. Ist es vielleicht die Cleverness, weil wir schauen uns noch schnell einen Foulpass beim Stand von 17 zu 20 an von Philipp Holm. Ist es vielleicht die Cleverness, die eben genau den Unterschied macht, Rondell Hess? Ja, sicher. Also, das ist auch eine Sache von der Konzentration, die vielleicht eben durch die Belastung, die wir jetzt hier haben mit Thun, dass das vielleicht ein bisschen grösser ist wie bei anderen und ja, das ist nachher... Es ist beim 21-24 ist das der Foulpass vom Holm. Der Holm ist eben ein Leistungsträger, er ist ein Ausländer. Genau in solchen Szenen, in solchen Phasen des Spiels darf das der Leistungsträger nicht passieren, oder? Ja, das ist richtig, aber ich vergleiche es gleich nicht ganz mit den letzten Matches. Jetzt war man eigentlich näher dran. Und dort war es besonders ärgerlich. Jetzt war man wirklich gefühlt immer die 3, 4, 5 Goal hinten. In
der zweiten Halbzeit und dann muss man ein bisschen mehr Risiko gehen und dann geht man halt nach vorne. Es ist dann ein bisschen weniger strukturiert gewesen, aber ich glaube, das Risiko hat bei diesem Spiel müssen eingehen und wir haben das müssen probieren und dann sind es halt Keyplayers, die nachher die Verantwortung übernehmen müssen und dann passiert halt auch mal ein Fehler. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass man in anderen Spielen viel, viel näher dran war als heute. Und auch Komplimente an die Rumänen, die haben wirklich gut gespielt, sehr abgezockt, abgeklärt, hart auch, aber fair. Und irgendwo durch, ich glaube, die haben das heute nicht gestohlen. Da. Dann kommen wir zur Zusammenfassung von der ganzen Champions-League-Kampagne von Wacker Thun. Bei uns sinnbildlich aber noch kurz das letzte Highlight, in Anführungszeichen, oder Lowlight anschauen. Der Thomas Lanz hat schon eine super Partie gespielt. Da hier verschießt er einen. Es war schon eine super Goalie-Leistung heute von Bukarest. Muss man, von den beiden Keepern muss man so sagen, oder? Ja, also da kann ich eigentlich nur zustimmen. In Bukarest war der andere Goalie besser gewesen. Und jetzt das Mal ist der von einem kleinen höheren Niveau gesehen und eben, das führt nachher auch im Umkehrschluss zu schnellen Gegenstößen und zu schnellen Goal. Wir schauen uns noch kurz die fast Abschlusstabelle an von der Champions League Gruppe D. Wir sehen, Wisla Plotzk und Dynamo Bukarest sind weiter. Das ist jetzt schon sicher wegen der Direktbegegnungen. Bukarest sogar als Tabellenführer, der heutige Gegner von Wacker Thun. Und Wacker Thun halt einfach mit einem Punkt am Schluss. Das tut weh. Wenn wir aber kurz über die Kampagne reden, wie war das bei euch, die Kampagne Rondell Hess? Wie schaut ihr zurück über die Kampagne? Also ich glaube, für die meisten Spieler, die das erste Mal Champions League gespielt haben, ich habe ja schon zwei Saison gespielt bei Schaffhausen, ist eine riesige Erfahrung. Also auch für mich sicher, auch wenn es die dritte ist. Es ist eine extrem grosse Erfahrung. Man kann sehr viel Lehren daraus ziehen, wo uns schlussendlich auch wieder in der Liga sehr viel weiterhelfen können. Und ich glaube, für jeden war es ein Traum, in der Champions League zu spielen. Und jetzt haben wir das können machen. Und mal schauen, vielleicht in den nächsten Jahren wieder. Dem Nationaltrainer seine Einschätzung haben wir schon kurz gehört. Ich möchte schnell ins Hallendach gehen, und zwar zu unserem Kommentator Herbert Zimi Zimmermann. Zimi, du hast sämtliche 10 Spiele kommentiert. Was hast du für ein Fazit? Ja gut, am Schluss muss man nur die Tabellen anschauen und dann sieht man, das Fazit ist eigentlich extrem bitter. Weil Wacker Thun hat alles gemacht, was in seiner Macht steht, aber ist nicht zu einem Sieg gekommen. Das jetzt schon zum zweiten Mal, also sie sind ja dort mal in der Saison 13-14 auch schon mal Champions League gewesen, haben auch keinen Sieg angebracht. Die Voraussetzungen sind jetzt ein bisschen anders gewesen, aber es hat wieder nicht gelangt. Und die Frage muss sich schon stellen, warum hat es nicht gelangen. Wir haben schon ein paar Mal diskutiert. Und ich glaube, ein Faktor, der halt einfach wirklich mitspielt, ist, dass in der Schweiz der Clubhandball in den wenigsten Fällen auf einem professionellen Niveau ist. Wacker Thun hat jetzt in dieser Champions League-Phase dieses Jahr hat alles gemacht, was der Verein mit seinem relativ familiären Umfeld kann machen kann. Allein nur schon, wie die Kampagne auf die Beine gestellt worden ist, mit dem Zusammenbringen vom Geld, dass man die Auswärtsreisen machen konnte. Die Spiele, die wirklich gelebt haben vom Herz, die Wacker Thun drin gebracht hat. Aber insgesamt ist das halt einfach zu wenig. Und es ist eben, glaube ich, schweizweit auch ein bisschen zu wenig, wenn man sieht, wie auch die anderen Clubs im EHF Cup ausgeschieden sind. Also die einzige Mannschaft, die jetzt noch dabei ist, international im nächsten Frühling, das ist die Schweizer Nazi. Und den Ball nehme ich selbstverständlich gerne auf von unserem Kommentator Herbert Zimi Zimmermann. Wenn wir schon den Nationalcoach hier haben, wir haben gehört, Wacker aus der Champions League draussen, Fadi, Kadett und BSV leider aus dem Europa Cup. Aber was so richtig Freude macht, ist die Schweizer Nazi. Vor allem das 29-24 gegen Serbien hat Freude gemacht und so soll es auch weitergehen im Frühling. Ja, das hoffen wir und wir werden alles dafür geben. Das ist ein wichtiger Sieg gewesen, glaube ich. Es ist sehr viel Druck gekommen. Das hat man in der Anfangsphase des Spiels auch ein bisschen gespürt. Aber ich glaube, die Spieler haben das nachher sehr gut gemacht. Und wenn man schaut, von der 8. Minute nachher bis in die 53 spielen wir in diesen 3/4 Stunden spielen wir plus 10 gegen Serbien. Sie haben das wirklich gut gemacht. Die Mannschaft war sehr motiviert gewesen. Und jetzt kommen die Yellow Cup Spiele im Januar und nachher der Master Cup, 5 Länderspiele. Und nachher geht es wirklich um die Wurst im April gegen ein Belgien, wo nicht so gut tönt halt gegen aussen, aber wo ich jetzt schon sehr viele Spiele gesehen habe, wo eine sehr, sehr starke Mannschaft ist und das wird ein richtig harter Brocken. Also das Unentschieden von denen in Serbien ist kein Zufall gewesen.
Wenn wir jetzt schnell noch kurz zurückschauen auf die Europacup-Out von der Schweizer Clubmannschaften, betrifft es euch in Anführungszeichen in eurer Arbeit oder schlussendlich eben doch nicht, weil wir immer mehr Söldner haben? Auch? Ja, sicher, weil mich interessieren die Spiele am meisten. Also ich sehe natürlich am liebsten meine Spieler in internationalen Spielen. Natürlich, wenn es national um die Wurst geht, ist das auch wichtig. Aber in diesen Spielen sieht man eigentlich, wer den nächsten Schritt gemacht hat auf diesem Level. Und jetzt quasi gibt es die Spiele für diese Saison nicht mehr. Ich habe gleich natürlich einiges gesehen. Ich habe bei vielen Vereinen gute Sachen gesehen. Also Berner gegen Moskau gewonnen, sage ich jetzt mal. Kadetten hat auch im letzten Spiel gegen die Spanier sehr gut gemacht, sehr lang. Winterthur in Aalborg auswärts auch sehr gute Leistung. Und auch Thuner haben wir besprochen, sehr, sehr oft, sehr gut. Aber insgesamt ja, ist man jetzt halt draußen. Da sieht man, wie der Handball sich entwickelt international. Das ist Herzbrot, das ist professionell. Da muss man sehr viel investieren, wenn wir in Zukunft wollen, in der Champions League erfolgreich sein oder auch im Europacup in die Gruppenphase kommen. Das ist wirklich viel Arbeit und das braucht die weiteren Schritte eigentlich in unserem Handballland. Ja, Rondell Hess, zur Schweizer Nazi gehört auch dir dazu. Die Verletzung Kreuzbandriss ist dummerweise genau vor diesen Spielen gegen Kroatien und Serbien gekommen. Die wären aufgeboten gewesen. Zuerst kurz mal die Pause angesprochen. April sicher kein Thema und Juni für euch auch nicht. Ja, eben, also, wie gesagt, in der Pause schon sind die 9 Monate fix für mich. Und eben, mein Ziel ist, in der Vorbereitung mit Thun wieder einzusteigen und nachher auf die neue Saison eigentlich, wieder topfit zu sein und dann wieder sicher auch hoffentlich der Nationalmannschaft noch Leistungen wieder können zu helfen. Ja, jetzt sollen sich die mal qualifizieren für die Euro 2020, oder? Dass die der können mitspielen. Ja, es wäre sicher sehr schön, aber eben, es ist, wir haben viele auf meiner Position, die jetzt momentan gesund sind und viel spielen können. Und eben, es entscheidet schlussendlich der Nationaltrainer, wer spielt. Und es ist noch leistungsabhängig, ganz klar. Rondell Hess, ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Merci. Gute Genesung, gute Besserung, viel Geduld. Aber psychisch hat er das definitiv im Griff. Herzlichen Dank. Merci auch. Michael Sutter, euch herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Immer schön, den Nationaltrainer hier zu haben. Und wir drücken euch Daumen, vor allem für April und Juni, dass wir nach 13 Turnieren in Serie EM und WM endlich wieder mal mit der Schweizer Nazi bei einem, zumindest bei der Europameisterschaft 2020, dabei sein. Herzlichen Dank. Es ist ein weiter Weg, aber wir geben alles dafür und wir freuen uns sehr auf die Spiele, die kommen. Danke vielmals, Michael Sutter. Ganz so lange müsst ihr natürlich nicht auf Spitzenhandball warten hier bei MySports. Es geht laufend weiter. Und zwar haben wir folgendes im Programm mit den nächsten Tagen. Christian Staats gegen Andi Schmid und seine Rhein-Neckar-Löwen gibt es auf MySports 6 übermorgen, Samstag am 20 ab 6. Am Sonntag um 5 vor 7 dann wieder auf MySports 1 Westbrem gegen Montpellier und gegen Schweizer Nationalgoalie Nicola Portner. So viel Champions League Handball mit Schweizer Beteiligung zumindest hier auf MySports für den Herbst. Ich möchte euch ganz herzlich danken am Kommentator Herbert Zimmermann, Manuel Liniger, der sonst der Experte ist an meiner Seite und auch am ganzen Team hinter den Kameras. Und natürlich auch euch für das Interesse. Wir sehen uns wieder, wenn es heisst Swiss Handball League. Und wir sehen jetzt nochmal die schönsten Bilder von dem letzten Champions League-Spiel von Wacker Thun in dieser Saison. Habt's gut, schönen Abend. Tschüss zusammen.